Und damit ist es 15 Uhr am 25. März 2014. Grüße Sie zum regelmäßigen, einmal die Woche stattfindenden Live-Trading- und Markttechnik-Webinar mit unserem Daytrader Jochen Schmidt. Hier meldet sich Berlin, Jens Schanowski, Admiral Markets. Mir gehören die ersten zwei Minuten. Einige Proforma-Sachen werden immer zu Beginn gesagt und dann übergebe ich gleich zum Jochen Schmidt, der mit Ihnen zusammen die Märkte durchgeht. Das Webinar machen wir für Sie. Wenn Sie Wunschmärkte haben, wenn Sie Fragen haben an Jochen, etwas genauer erläutert bekommen möchten, bitte mit der Tastatur Ihr Anliegen schreiben. Und wenn es für alle Teilnehmer interessant sein könnte, lesen wir Ihr Anliegen laut vor und Sie kriegen direkt live im Webinar Ihre Antwort. Bis morgen läuft noch die Brokerwahl, brokerwahl.de, eine der renommiertesten Preise in Deutschland. Wir sind nominiert in der Kategorie Forex Broker und hoffen auf Ihre Stimme. Die Zwischenergebnisse sind sehr, sehr knapp, alles transparent auf Brokerwahl zu schauen. Wahrscheinlich sind nur 2, 3 oder 4 Stimmen vor dem ersten Platz. Also Ihre Stimme kann entscheidend sein. Wenn Sie noch nicht abgestimmt haben, Ihre Stimme zählt. Wir hoffen auf den ersten Platz. Bis morgen haben Sie noch Zeit abzustimmen. Dauert 2 Minuten. Wir würden uns freuen. Brokerwahl.de am besten heute noch machen, direkt nach dem Webinar. Dankeschön im Voraus. Bevor ich zu Jochen übergebe, natürlich immer pro forma der Risikowarnhinweis. Alles, was wir hier erzählen, sind natürlich immer nur allgemeine Markteinschätzungen, persönliche Meinungen vom Analysten, niemals konkrete Anlageberatung. Execution only ist das Geschäft. Wir machen keine Anlageberatung. Wenn Sie irgendwann mal mit echtem Geld loslegen sollten, alle Trading-Entscheidungen vollkommen autark von Ihnen. Und natürlich, Devisen und CFDs sind Hebelprodukte. Der Name sagt es schon, der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Wenn Sie einen 100er Hebel haben, machen Sie statt 1% plus wunderschöne 100% plus, da beschwert sich niemand. Aber natürlich auf der anderen Seite auch möglich, statt 1% minus 100% minus. Sichern Sie sich deswegen, das ist ein Tipp von uns generell, immer mit Stop-Loss ab und schauen Sie in beide Richtungen und schauen Sie, dass Sie den Markt richtig einschätzen können, zum Beispiel mit Unterstützung und Schulung von uns, was Jochen Schmidt, die Marktanalyse, die Charttechnik, die News, alles zusammen soll Ihr Bild für Ihre Trading-Entscheidung gerne geben. Das war's von mir und ich übergebe direkt zu Jochen. Markt ist spannend. Gestern minus 1,6%, glaube ich. Heute schon wieder 1,8% plus im DAX. Immer gibt's Chancen an den Märkten. Hallo Jochen, wie siehst du den Markt heute? Grüß dich. Ja, hallo Jens, hallo miteinander. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Wie Jens gerade schon sagte, ja, der DAX, der liebe DAX, gestern noch machte hier die Biege runter. Heute zieht er gnadenlos hoch. Ich sage immer wieder, der DAX ist nicht unbedingt einer meiner Lieblingsmärkte. Ist ein toller Markt, wenn man ins Laufen kommt und man entsprechend reingekommen ist, dann ist es wirklich ein Fest. Aber der DAX bricht so gerne die Trends, er täuscht so gerne die Richtungen an. Ist nicht, weil er da ein geheimes, böses Gehirn hätte, aber es fällt auf, dass der DAX schon ein Markt ist, der eine gewisse Herausforderung bietet. Ja, ich habe gestern habe ich auch getradet und habe im DAX hier den Short Trade herunter, konnte ich 30 Punkte machen, habe das auf Facebook veröffentlicht, war sehr unzufrieden mit mir, weil ich mich hinreißen habe lassen, einfach in den Trade reinzuspringen, etwas, was ich ja eigentlich nicht gern mache, und der ging halt dann zufällig gut aus, war ein netter Gewinn, aber glücklich war ich nicht. Ich will aber noch auf kurz was anderes eingehen. Im letzten Live-Trading-Webinar hatten wir im US-Dollar kanadische Dollar ein Trade gemacht. Ich weiß, viele, die am Sonntagabend schon zugeguckt haben, kennen das jetzt schon, das kommt. Ja, ich bin ganz stolz auf diesen Trade. Wir hatten im Webinar hier eröffnet und ich sagte, dieser Trade soll etwas längerfristig laufen. Ich habe ihn dann 3 Tage lang gehalten. Insgesamt kamen da 200 Punkte oder 200 Pips heraus. Nicht ganz 200, weil ich Teilabverkäufe gemacht hatte im Gewinnlauf. Aber was mir an dem Trade so gut gefällt und was Ihnen für Trading helfen kann oder soll, bei diesem Trade-Beispiel ist schlichtweg der Punkt, Moment, ich gehe etwas höher in den Satteln halten, gleich rauscht es wieder. Schlichtweg der Punkt, dass wir hier im Markt ein Aufwärtstrendsignal haben, das bei Überschreitung dieses Punkt 2, die Markttechniker wissen, was damit gemeint ist, also Überschreitung des Hochs, auch wirklich mordsmäßig Fahrt aufgenommen hat, ist ein junger Trend, und wenn solche Trends in den Markt kommen, hat man bei den Bewegungsphasen, das ist gerade die Bewegungsphase, hat man sehr schöne Bewegungen. Und das ging sehr, sehr gut auf im letzten Webinar. Und ich will immer wieder darauf hinweisen, Sie müssen nicht unbedingt im DAX, wenn Sie keine guten Signale sehen oder in Märkten, die sehr uneinheitlich daherkommen, Sie können da traden, Sie können auch Ihre Punkte machen,
aber eigentlich machen sie sich das Leben schwerer, als dass es sein müsste, wenn sie solche Marktlagen haben, sowas, oder auch von oben herunter, also wenn sie 1, 2, 3 Hochs haben, also Abwärtstrendsignale auf groß gebildet, deutlich zu sehen. Das ist sehr dankbar, wenn sie in solche Trendgeburten mit reinkommen, und da bedarf es einer gewissen Geduld und auch der Fähigkeit, jetzt nicht durchzudrehen, wenn das Ganze ohne sie losläuft. Aber wenn sie reinkommen, haben sie in der Regel schöne Bewegungen, die sie einfacher holen können, wie in einem Markt, der eben nicht so eine schöne Lage hat. Okay, das zu diesem Trade im US-Dollar kanadische. Und ich gehe jetzt mal rüber kurz ins Gold, weil viele Leute immer danach fragen. Nochmal auf den Wochenstart. Und ich möchte darauf hinweisen, jetzt nicht, dass ich seherische Qualitäten hätte in den Analyse-Webinaren, aber es sind einige Szenarien in verschiedenen Märkten aufgegangen, wo ich darauf hingewiesen habe. Es ist sehr schön, wenn man sich so bestätigen kann. Und zwar nicht, weil es um einen selber geht, sondern weil man merkt, diese Technik, im Endeffekt auf Widerstände und Stützungen zu achten, ist keine schlechte. Oft genug hat man gute Orientierungsmöglichkeiten. Und ich meine ja im Gold, wenn diese Tiefzone vom letzten Anstieg nach unten durchbrochen werden würde, sehen wir bestimmt nochmal weiterfallende Kurse, genau das ist der Fall. Nochmal, ich habe immer wieder darauf hingewiesen, es ist auf großen Abwärtstrend drin. Hier, dieser untergeordnete Abwärtstrend wurde gebrochen, als die Kurse hier rübergingen. Das heißt, wir haben einen untergeordneten Abwärtstrend, der gebrochen ist. Somit ist es schon denkbar, dass der Markt vielleicht nach einer gewissen Zeit hier ein schönes Aufwärtstrendsignal ausbilden könnte, was ein großes Aufwärtstrendsignal in den Markt rufen könnte. Und somit wäre dann der Abwärtstrend oder der Abverkaufsmodus im Goldmarkt beendet. Das ist aber noch nicht der Fall. Und deswegen ist es eine sehr beobachtungswürdige Geschichte hier. Wenn die Kurse noch ein bisschen tiefer kommen oder hier anfangen zu schwächeln, ich wies extra darauf hin im letzten Analyse-Webinar, könnte nämlich das die Phase sein, wo der Markt hin und her geht, weil er nicht weiß, wie es jetzt richtig weitergeht. Und wenn dann eine Bewegung nach oben käme, hätten wir vielleicht dieses Szenario, was ein großes Ablösesignal in den Markt bringen könnte. Und das wäre schon cool. Also ich kann mir vorstellen, dass wir dann schöne Bewegungen sehen, vielleicht bis zu 1550 hoch. Und da würde ich dann auch dabei sein zu sagen, versuchen wir den Markt von der Long-Seite anzugehen. Im Moment haben Sie einfach folgendes Problem im Gold. Intraday, auf dem 5-Minuten-Chart kann man das handeln. Gar keine Frage, zum Beispiel hier der Durchbruch des Vortages tief, war gar nicht so schlecht vorhin. Aber nochmal, im Moment sind meine Signallagen von groß, sind zum Beispiel im Gold schon gelaufen. Deswegen ist jetzt wirklich die Frage, muss ich in den Markt hineingehen, ja oder nein? Dafür arbeite ich mich in der Regel immer die Trendgrößen hinab oder hinunter. Hier sehen Sie auch auf dem Tageschart, dass wir einen untergeordneten Abwärtstrend wieder im Markt haben, der im Moment gerade korrigiert. So. Und wenn ich sowas schon sehe, die meisten, die das Zugucken wissen schon, wenn ich jetzt eine Korrektur sehe, ist es für mich eigentlich nur noch wichtig, die Levels auszubaldowern, wo vielleicht die nächsten Leute abverkaufen könnten. Das wäre hier zum Beispiel bei der 13,20 in dem Bereich. Also, wenn ich es so sehe, könnte ich mir jetzt theoretisch, wenn ich jetzt nicht gerade hin und her springe auf den kleineren Zeiteinheiten, einfach sagen, aha, ich lege hier zum Beispiel eine Sell Limit Order in das Markt, brauche gar nicht mehr hingucken. Falls die Kurse nämlich da hoch kämen, würde ich entsprechend eingestockt. Natürlich sollte ich meinen Stop dann hier oben hinlegen. Und nochmal wegen den Goldmärkten oder Rohstoffmärkten, meine Damen und Herren, ich sage es oft, bedenken Sie mal bitte, wie viele Ticks hier laufen. Jeder Dollar im Gold hat 100 Ticks. Ja? Und wenn Sie sich jetzt einmal die Strecke hier angucken, von der 13,88 runter auf die 13,07, dann sind das 81 volle Dollar, das sind 810 Ticks. Also Sie haben hier Stoppabstände drin, da kann man schon in Schwitzen kommen, wenn man sein Money Management nicht im Griff hat, wenn man vorher nicht sein Risiko kalkuliert hat. Deswegen auf dieser Trendgröße zu handeln, würde ich mich nicht trauen. Ja, obwohl hier, sage ich mal, nicht schlecht Geld drauf ist. Sicherlich, man kann die Positionsgröße entsprechend runter anpassen, aber wenn der Markt schon so aussieht, brauche ich damit nicht mehr anfangen. Was übrig bleiben würde, wäre auf den kleineren Zeitanhalten zu suchen, ob man da eventuell einen Einstieg findet. Immer am besten übereinstimmend mit solchen Geschichten, wie ich es gerade sage. Akte, ich gehe mal runter, und das, der Stundenchart selber ist für mich halt der Chart, wo ich Signale suche oder Bereiche sehen möchte, wo Bewegung entstehen kann. Und das wäre hier zum Beispiel, wenn der Markt hochkäme, hätten wir hier einen kleinen Aufwärtstrend im Markt, wenn das so passiert.
und der würde genau in diese Zone hineinlaufen, wo jetzt diese Limit Sell Order liegt. Also damit würde ich mir selber widersprechen, wenn ich jetzt versuche, hier einen Long Trade zu machen, vor allem, wenn der Abwärtstrend noch voll intakt ist. Ja. Short zu gehen in diesem Markt im Moment, ja, wäre vielleicht eine Idee. Was mir allerdings nicht gefällt, ist diese V-artige Formation. Meistens bekommt man dann beim Abverkauf zuckelnde Geschichten hin und her. Richtig begeistert bin ich nicht. Deswegen, ich würde versuchen, einen anderen Markt mir auszusuchen. Das war jetzt Volt einfach nur als Beispiel, wie man das angehen könnte. Ich gehe mal rüber zu den Aktienindizes, gucken wir mal da an, ob wir was machen können. So, wir sind hier im DAX. Ich habe vorhin ein paar Mal versucht, ohne Erfolg, den Durchbruch hier durch das Vortageshoch zu traden. Wir haben in der Nähe nochmal ein Vorvortageshoch liegen und gleichzeitig haben wir allerdings auch eine Linie akzeptiert in seinem Trading, hätten wir nochmal einen Bereich, ja, wo eventuell Widerstand oder Verkäufe in den Markt kommen können. Theoretisch könnte man versuchen, mit einem kurzfristigen Trade die beiden Levels, wenn die Märkte entsprechend hochlaufen, zu knacken. Gucken wir es uns auf der Stunde an. Und da sehen Sie den Punkt, das hatte ich ja auch relativ unglücklich vorhin etwas rausgeführt, weit gelaufene Bewegung. Ich wollte einfach über den 1-Minuten-Trendaufbau wollte ich versuchen, kurz mit nach oben zu kommen. Ich war kurz im Gewinn, wurde aber dann gnadenlos wieder abverkauft. Das ist eine Stelle sehr, sehr undankbar, auch wenn es hier durchaus zu einer Bewegung kommen kann, wenn die Kurse rüberlaufen. Allerdings bei einer solch weit gelaufenen Bewegung, das ist fast die Einladung für jeden, der hier oben Short gehen möchte, entweder um abzuverkaufen oder um den Kurs nochmal runterzudrücken. Und Sie wissen, wenn Sie Trendfolger sind oder wenn Sie markttechnisch arbeiten, sollten Sie immer versuchen, möglichst einen Trend zu sehen. Wir haben hier einen, allerdings mit einer höllisch weit gelaufenen Bewegung. Die kann weiterlaufen, keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht weiterläuft, die ist höher, wie dass sie weiterläuft. Und aus diesem Grund wäre es eigentlich wünschenswert, der Markt sollte nochmal korrigieren, um dann aus der Korrektur heraus zu versuchen, nach oben mitzugehen. Wenn Sie jetzt hier oben sich verkämpfen, wie ich es vorhin zweimal gemacht habe, ist oft undankbar. Machen Sie einen Fehltrade nach dem anderen und deswegen im DAX möchte ich im Moment, wenn ich ehrlich bin, auch nicht jetzt daher traden, weil das ein undankbares Ding werden kann und einfach kein Signal, wo ich sage, oh klasse, das Ding sieht super aus, jetzt gehe ich da rein, das ist es nicht. Und diejenigen, die etwas zuschauen, wissen, dass ich dann in der Regel weiterschaue. Gucken wir rüber zum Dow. Jens, bitte. Ja, eine Frage hast du weggenommen oder vielleicht kannst du da noch zwei Sätze zu sagen. Ein Teilnehmer fragt, welcher Index ist denn besser zu traden als der DAX? Vielleicht momentan oder generell für dich? Okay, also ich sag mal so, der DAX hat den Vorteil, er läuft flüssiger wie der Dow in der Zwischenzeit. Zeitlang war das anders. Ich handle den DAX jetzt rein mal von mir ausgehend nachmittags seltener, weil ich halt oft genug vor vollendete Tatsachen gestellt werde, wenn die Bewegungen weit gelaufen sind. Ansonsten gibt es alle möglichen Indizes, die man angucken kann. Man müsste halt durchgucken, man müsste sich die Arbeit machen, ja, nicht so faul sein, wie ich es oft genug bin, und dann eben gucken, ob man da gute Signale findet. Im Endeffekt, wenn ich es mal ganz salopp sagen kann, wenn hier oben nicht DAX stehen würde, sondern gar nichts, würde ich entsprechend, so wie ich es sonst auch mache, rein über die Chart-Geschichte, über die Signallage gehen. Und wenn ich sowas sehe, ja, dann weiß ich zwar, okay, es kann weitergehen, aber es gefällt mir nicht, dann gehe ich zum nächsten Markt. Man muss natürlich unterscheiden von den Bewegungsgeschwindigkeiten oder generell von den Wertigkeiten der Märkte, das muss Ihnen klar sein, aber im Endeffekt müssen wir hier, ob das der DAX, der Dow, der Russell oder was das sicher immer sein mag, ist, wenn man es genau nimmt, völlig wurscht. Ja. Ich weiß, die Antwort mag jetzt nicht sehr befriedigend ausfallen, aber nochmal, es geht rein um die Frage, was überwiegt Angebot oder Nachfrage? Und wo, aus welcher Richtung kommen wir? Und hier sind wir in der Hochzone drin, was oft undankbar ist. Wie sieht es im Dow aus? Eine kleine Frage noch, bevor wir zum Dow kommen, zum DAX. Ja. Ein Teilnehmer möchte noch erfahren, welche Zeiteinheit benutzt du für Intraday-Trading beim DAX? Ja, also generell benutze ich die Zeiteinheit. Der fortgeschrittene Markttechniker hat sich schon längst von den Zeiteinheiten gelöst. Das ist jetzt wieder gemein von mir, weil man doch in der Regel mit den Zeiteinheiten die ganze Zeit rummacht. Also prinzipiell ist es so, ich suche über den Tageschart erstmal zu schauen, wie ist der Trend, so wie ich es die ganze Zeit mache. Haben wir einen, haben wir keinen, wo stehen die Kurse? Vortageshochs, wie hier gerade im Dow Jones, sind die in der Nähe Jahren ein. Dann arbeite ich mich runter auf den Stundenchart. So, der Stundenchart selber deshalb, weil er mehr Volumen bindet
und in der Regel auch die Marktteilnehmer abbildet in der Deutlichkeit, die mit größeren Positionen den Markt entsprechend bewegen. Sehe ich im Stundenchart also eine gute Signallage, versuche ich an interessanten Zonen über den 5-Minuten-Chart die Sache mit einem guten Signal zu erwischen. Also ich gehe dann runter auf den 5-Minuten-Chart. Das machen wir zum Beispiel hier. Und jetzt habe ich auf dem Stundenchart schon gesehen, weit gestiegener Anstieg. Sie sehen, wie der Markt hier kämpft. Ja. Da oben liegen Vortageshochs, viele versuchen nochmal hochzukommen. Gleichzeitig ist die Bewegung weit gelaufen und viele Leute versuchen, ihre Gewinne zu nehmen, wenn die Kurse wieder in diesen Bereich kommen. Jetzt weiß ich schon, auf dem 5-Minuten-Chart brauche ich eigentlich nicht viel hier rummachen. Angenommen, die Sache würde so aussehen, dass der 5-Minuten-Chart kräftig runterkorrigiert und hier ein Aufwärtstrendsignal in den Markt bringen würde. Jetzt ist meine Stunde gekommen, wo ich dann versuche, diese 5-Minuten-Signallage über den 1-Minuten-Chart zu timen. Also das Zusammengreifen der Zeiteinheiten ist nichts anderes wie das Aufklappen der verschiedenen Trendgrößen und zu versuchen, übereinstimmende Trendverläufe zu erwischen, die sich möglichst in einen gewissen Punktebereich hinein konzentrieren. Meine Damen, meine Herren, das ist Markttechnik pur, weil ich pfeife auf jegliche politische Gerüchteküche oder sonstige Nachrichten. Es ist, wenn man das Orderbuch verstanden hat, gibt es Bereiche, wo aufgrund der Technik, der technischen Abwicklung, der Orderstellung, der Aufgabe der Börse, Bewegung in den Markt kommt. Ja? Und diese Teile suche ich. Und je höher ich mehr oder weniger, oder je besser ich es schaffe, den übergeordneten großen Trend, der die Spur der Elefanten darstellt, die ganz großen Jungs sich da bewegen, wenn ich da übereinstimmende Verläufe habe, habe ich in der Regel alle Trendgrößen in meine Richtung laufen. Und dann gibt es oft genug schöne Trades, die gut anziehen. Ja, das ist nichts anderes, reines markttechnisches Vorgehen. So. Und nochmal wegen den Zeiteinheiten, ich habe da auch lange dafür gebraucht, um mich von den Zeiteinheiten zu lösen. Möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel nennen. Ich kann leider hier jetzt nicht den Tick-Chart in der Historie von 3 Jahren aufrufen. Aber angenommen, das hier ist der Tick-Chart, okay? Jetzt wird der Tick-Chart ja zusammengefasst. So wie Sie es wollen, wie Ihr Handelsprogramm es zulässt. Also 1 Minute, 2 Minuten oder ich möchte einen 5-Minuten-Chart sehen. Und das, was hier im Tick-Chart läuft, ist nichts anderes wie ein Trend. Wenn ich den allerdings zusammenfasse, kann es sein, dass das Bild zerhackt wird. Weshalb die einzelne Kerze niemals groß von Bedeutung ist. Manche Leute lernen ja auswendig Harami Cross und Umkehrstab und was weiß ich, wie die ganzen tollen Kerzengeschichten heißen. Das ist alles wurschtig, weil wenn Sie diesen Tick-Chart auf 5 Jahre zurück aufklappen könnten, würden Sie sehen, dass die Hochs und die Tiefs immer die gleichen sind. Wenn die Hochs und die Tiefs übereinstimmen, auf den verschiedenen Zeiteinheiten, dann brauchen Sie die Zeiteinheit nicht, sondern Sie nehmen sich die Trendgrößen. Und das ist der Einstieg, sage ich mal, wo es professionell wird, weil Sie merken, die Trendgröße selber bestimmt ja im Endeffekt Ihr Risiko, Ihre Stop-Abstände, zum Beispiel hier, also angenommen das Abwärtstrend, müsste ich, wenn ich diesen Trend handle, den Stop irgendwo da oben haben. Kann ich mir das leisten? Ja oder nein? Wenn nein, muss ich noch tiefer gehen oder wenn ich schon ganz tief bin, muss ich die Positionsgröße anpassen. Also das ist die Geschichte, wo man sich von den Zeiteinheiten löst und über die Trendgrößen arbeitet. Ja. Ich weiß, es bedürfte jetzt eines größeren und längeren Grundlagenseminars, damit man das alles in ein Paket bekommt. Aber das ist der Punkt. Deswegen, die Zeiteinheiten selber sind nicht unwichtig, aber vergessen Sie bitte nicht, Sie legen fest, Sie, der Trader, nicht der Markt, Sie legen fest, wie Ihnen der Tick-Chart, der die Time and Sales Liste darstellt, wie die Ihnen gezeigt werden soll. Und wenn Sie darauf jetzt Entscheidungen treffen, kann es sein, dass die eine oder andere Kerze völlig entstellt im Zusammenhang des untergeordneten Trendes Ihnen erscheint. Und jetzt kriegen Sie oft Trades, wo Sie die Welt nicht mehr verstehen, weil es einfach nicht so funktioniert, wie Sie es sich vorstellen. Okay? Also sorry, ich kann hier wirklich 4 Stunden von Anfang bis Ende durch exerzieren, damit das alles ein Paket werden würde. Die Zeit haben wir leider nicht, aber die Zeiteinheiten selber, ja, ist okay, wenn man damit arbeitet, aber wenn man genau darüber nachdenkt, sind es die Trendgrößen, die Sie nach vorne bringen. Jens, ich gebe mal kurz an dich, ich muss kurz husten, Entschuldigung.
Ja, ich hätte eine Frage und die musst du dann natürlich hören. Es geben wir mal die 10 Sekunden, dass du husten kannst. Bin schon wieder da. Eine generelle Frage zum Lieblingsthema Stop Loss und Take Profit. Hallo. Bitte gehen Sie etwas mehr auf Stop Loss und Take Profit ein. Gibt es allgemeine Faustformeln? Wo sollte man diese am besten setzen, ohne zu viel Verlust zu machen, aber auch um nicht gleich ausgestoppt zu werden, gerade bei größeren Zeiteinheiten wie Stunden- oder 4-Stunden-Chart? Danke für die Frage. Die passt auch, sage ich mal, wieder gut in das Thema, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Wenn man es, also ich kann es da immer markttechnisch daherbringen. Und Sie wissen, die Markttechnik selber ist zum einen eine Geisteshaltung und zum anderen das Achten auf Hochs und Tiefs, die ja wiederum einen Trend abbilden. Und somit ist Ihre Frage relativ einfach beantwortet, dass wenn Sie jetzt markttechnisch handeln, Sie einfach wissen müssen, was Sie handeln. Also, möchten Sie den Trend handeln, dann muss Ihr Stop prinzipiell am letzten deutlichen Tief liegen. Handeln Sie in einem Trend die Bewegungsschübe, also nicht den ganzen Trend, sondern Sie versuchen, die Bewegung mitzunehmen, dann muss Ihr Stop gezwungenermaßen, Ihr Trading Stop, immer an den Tiefs, zum Aufwärtstrend, am Tief der gebildeten Kerze liegen und wird irgendwann nachgezogen, wird irgendwann ausgestoppt. Und Sie werden einen Teil der Bewegung immer abgeben, wenn Sie so arbeiten. Oder Sie handeln den Ausbruch. Hier zum Beispiel, das war ein Ausbruch. Und dann ist es ganz klar, müssen Sie eine Stoppregel haben, wo nur Sie, nicht der Jochen Schmitz, sondern nur Sie entsprechend entscheiden können, ist das Risiko, was ich damit verbinde, für mich erträglich, ja oder nein. Da kann Ihnen niemand helfen. Das müssen Sie ausbaldobern. Weil ich weiß, es ist die alte Frage, man möchte ja eigentlich schon die Bewegung mit nach da oben nehmen. Gleichzeitig aber möchte man auch nicht so einen großen Stopp haben. Voll verständlich, aber da gibt es keine feste Regeln. Weil ob Sie die Regel einhalten von irgendjemand anderem, liegt ja wirklich daran, ob Ihnen jetzt, das hätte ich fast ein ordinäres Wort gesagt, ob Ihnen jetzt das Wässerchen im Hinterteil kocht, ja oder nein. Wenn es Ihnen bei Ihnen kocht, haben Sie die falsche Positionsgröße und den zu großen Stop-Abstand. Dann müssen Sie es entsprechend angleichen, bis Sie ruhig werden. Ja? Das ist eine große Herausforderung, weil wir alle Helden sein wollen im Markt und viel Geld verdienen wollen im Markt. Und oftmals nicht fassen können, dass wir vielleicht mit so Pipifax-Positionen rummachen, wo wir uns vorkommen wie Feiglinge. Das Schöne ist aber, mit Pipifax-Positionen können Sie genauso schönes Geld verdienen, haben aber keinen Nervenkrieg und drehen nicht durch. Ja. Also nochmal, es gibt da leider keine Faustregel. Kann ich Ihnen nicht sagen. Was Sie machen können oder versuchen können, wenn Sie mit Take Profits arbeiten, dann brauchen Sie ja eine Zieldefinition, wenn Sie einen Trade machen. Und der eine oder andere sieht es in den Webinaren, ich handle sehr gerne, also angenommen, wir haben einen Trend, der in der Korrektur war, jetzt wieder nach oben läuft, versuche ich im Bereich des letzten Hochs Teilverkäufe zu machen oder die Position zu schließen. Wäre zum Beispiel ein Ansatz, den Sie machen können. Aber eins ist auch klar, ärgern Sie sich bitte nicht, wenn hier Ihr Take Profit liegt, aber der Markt ein Pip bevor wegdreht und nach unten kracht. Das sind alles Dinge, sag ich mal, damit müssen Sie lernen zu leben und da gibt es keine feste Regeln für. Sorry. Ja. Jens, ich gebe wieder an dich. Noch der Hinweis, dass wir jetzt den 4 Wochen vor Ostern Spezialwebinare haben. Eines war gestern schon, da haben wir uns nur um den Ishimoku-Indikator gekümmert. Wenn Sie es verpasst haben sollten, auf youtube.com admiralmarkets.de, unser eigener deutscher YouTube-Kanal von Admiral Markets, können Sie es jetzt schon anschauen. Und es gibt, ich weiß kaum, ob das zweite oder dritte ist, ein Spezialwebinar vor Ostern nur rund um Money Management, Stop Loss, also ein bisschen ausführlicher mit Zeit dazu. Melden Sie sich gerne an admiralmarkets.de/Webinare. Sichern Sie sich Ihren Platz. Jawohl. Und ich zeichne Ihnen hier kurz das ein, was mich interessiert hier am Dow. Also zu Ihrer Erklärung, wie vorhin schon festgestellt, weit ausgedehnte Bewegung, jetzt kommt die Korrektur. Wunderbar. Das ist einer der schönsten und entspannendsten Momente für mich als Trader, wenn ich mein Trading beginne und dann sehe, aha, es ist ein Hoch im Markt hinterlassen worden. Wunderbar. Es macht hier jetzt nicht am Hoch rum, dass ich in Versuchung gerate, zu sagen, oh, jetzt gehe ich doch noch mit, um die Strecke bis da oben mitzunehmen. Nein, ich sehe deutlich, hier wird korrigiert. Jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Weil die Korrektur, keiner weiß, wie weit die läuft. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich entweder regelmäßig beobachte oder in bestimmten Zeiteinheiten beobachte, im Sinne von, ich schaue alle Viertelstunde, ich schaue alle halbe Stunde nach.
und dann irgendwann meinen Einstieg vorbereite, weil ich sehe hier Folgendes, wir haben einen Trend, der ist da, es ist ein Trend, der diesen Abwärtstrend abgelöst hat per Gegensignal. Gleichzeitig haben wir hier einen intakten Aufwärtstrend. So, das heißt, es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht diese Korrektur nach oben dreht, das Tageshoch durchbricht, übrigens das Vortageshoch zum zweiten Mal anläuft und jetzt eventuell das Vorvortageshoch ebenfalls ansteuert. Wäre zum Beispiel ein Trading-Ansatz, den man machen könnte, müsste man aber jetzt gucken, dass die Korrektur entsprechend verläuft. Wenn man es genau nimmt, ja, wäre hier im Bereich der letzten sogenannten Korrekturzonen und idealerweise würde der Markt hier sogar runterkommen. So. Aber bis dahin muss ich warten. Wenn ich jetzt Angst habe, nicht in den Markt hineinzukommen, weil der vielleicht irgendwie aus nichts anfängt nach oben zu schießen, muss ich mich positionieren und das wäre im Moment hier oben am Hoch. Und das wäre, naja, kein toller, besonders toller Einstieg. Aber je weiter die Kurse runterkommen, desto öfters werde ich diese Einstiegsposition damit nach unten ziehen, damit ich entsprechend reinkomme und mein Risiko immer kleiner wird, je tiefer die Korrektur kommt, aber meine Chance immer größer. Und so lässt sich eigentlich sehr bequem traden. Möchte ich Ihnen kurz auch zeigen, wo habe ich das? ich hoffe, Sie hören mich wieder. Hier im US-Dollar kanadische Dollar, war das schöne Trade hier, ne? Verschiedene Trendgrößen, kleinerer, mittlerer, großer Trend, alle in eine Richtung. Explodieren an den Hochs, richtig schön, schauen Sie mal die Kerze an, ja. Monster ist das, perfekt gelaufen. Und jetzt kommt die Korrektur, die läuft gerade. Und Sie sehen, das hier ist ein Tageschart, dass ich jetzt in diesem Moment immer an das Hoch der Tageskerze meine Stop-Buy-Order mit nach unten ziehe. Denn wenn der Markt zum Beispiel heute drehen würde, werde ich hier eingestoppt und der Stop käme dann hier unter das Tief. Nochmal, wird mit ganz kleiner Position hier gearbeitet, soll aber langfristig laufen. Also auch wieder 2-3 Tage oder je nachdem, eine Woche, je nachdem. Also das ist eine Technik, die Sie entsprechend einsteigen können, ohne dass Sie sich ständig irgendwie fest betoniert platzieren und somit immer das Problem haben, wenn der Markt das gar nicht erreicht, dass Sie nicht reinkommen oder wenn er ganz durchrutscht, dass Sie entsprechend ja, dann rausfliegen mit Verlust. Also dieses Einstoppen ist zwar nicht in der Hinsicht eine gute Lösung, weil Sie an einem Hoch im Endeffekt in den Markt kommen, aber wenn Sie es entsprechend mit der Positionsgröße drauf haben und mit Ihrem Stoppabstand, ist es eine sehr bequeme Art, in den Markt einzusteigen. Also das mache ich hier zum Beispiel, liege ich da mehr oder weniger auf der Lauer, auch wenn ich jetzt nicht zu Hause bin, wenn der Markt steigt, werde ich hoffentlich eingestoppt und gehe dann mit nach oben. Die gleiche Technik könnte man jetzt in Dow auch machen. Hier sind wir wieder in Dow, dass ich zum Beispiel sage, okay, möchte für die Zeit meiner Abwesenheit einen Buy-Stop in den Markt legen. Natürlich sollte ich jetzt hier auch einen Stop-Abstand entsprechend kalkulieren. Ja, das müsste jetzt hier bei dieser ausgedehnten Bewegung ist es etwas ein Problem. Theoretisch müsste der hier drunter liegen. Das ist mir zu weit mit 3 CFDs. Man könnte ihn auch hier hinlegen. Ja, gut, das muss dann wirklich jeder selber wissen. Von seinem Risiko her, aber so können Sie relativ unbeschadet, wenn Sie mal auf die Toilette müssen, wenn Sie eine Zigarette rauchen möchten, wenn Sie einen Kaffee trinken möchten oder wenn ein Telefonanruf kommt. Oft genug erleben wir es als Daytrader, wir warten stundenlang und dann in einem Moment, wo wir abgelenkt sind, kracht der Markt nach oben durch und Sie kommen zu spät. Und mit solchen Einstiegstechniken können Sie das vermeiden. Und zum anderen bietet das noch einen anderen Vorteil, wenn Sie Angst haben, die Position zu eröffnen. Oft genug haben Trader einfach Angst, ja, dann doch den entscheidenden Klick zu machen. Wenn Sie mit Stop-Buy oder Limit-Buys oder Orders arbeiten, wird der Computer das für Sie übernehmen. Das ist ein beliebtes Mittel, wenn Sie Angst haben abzudrücken, dass Sie mit sogenannten offenen Orders arbeiten, die dann der Computer für Sie automatisch entsprechend auslöst. Okay, also im Dow, wie schon gesagt, möchte ich erst die Korrektur abwarten. Wir können es auch gerne nochmal auf der kleineren Zeiteinheit abgleichen. Ich gehe mal runter auf 5 Minuten. Und das ist ein klassischer Korrekturhandel. Jawohl, so ist es schön. Gott sei Dank sind wir da nicht drin, weil egal in welche Richtung Sie gehen, meine Damen, meine Herren, egal ob Sie Gewinn nach oben haben oder egal ob Sie Gewinn nach unten haben, sofort wird der Markt zurückgekauft. Und das sind genau die Phasen, wo viele Trader dann emotional werden. Ich weiß, wovon ich spreche, das ging mir früher auch so. Und wenn Sie dann, sage ich mal, in den Gewinn kommen, ist er schnell wieder weg,
oder sie müssen entsprechend weite Stops legen, damit sie diese Gegenbewegungen aushalten. Das ist kein schönes Trading, das macht keinen Spaß. Deswegen lässt man die Korrektur, wenn man sie dann erkennt, möglichst raus und versucht, wenn die ein Ende andeutet, dann wieder mit nach oben zu gehen. Also hier gibt es im Moment nichts zu tun. Unsere Order liegt im Markt und ich könnte jetzt jede Stunde gucken, ob ich die von da oben etwas mehr in die Tiefe runterziehen kann. Schauen wir uns andere Märkte an. Oder vielleicht gibt es auch Wunschmärkte, die wir angucken können. Immer her damit, meine Damen, meine Herren. Zwei Wunschmärkte, die wir schon länger nicht angeschaut haben. Das wäre einmal Nasdaq und einmal Eurostox. Alles klar, machen wir die. Wir haben den Stocks. Ich gehe mal kurz zu denen. Und den sehen Sie hier gerade auf dem Wochenchart. Sie wissen immer von groß nach klein. Das ist meine Vorgehensweise. Und was ich jetzt hier groß und breit erkläre immer, sieht man ja als Trader in einer Sekunde. Ja, Aufwärtstrend, voll intakt, gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Schon weit gelaufen, okay, das fällt einem auf. Aber wir erkennen Abfolge höhere Hochs, höhere Tiefs. Hier kam eine Korrektur in den Markt, wird nach oben gekauft. Wir stehen an Wochenhochs, an einem Wochenhoch. Sehr interessant hier. Und wenn sich die Bewegung nach oben fortsetzt, könnten wir zumindest in diese Hochzone nochmal reinkommen, bis zur 3177 oder sogar darüber hinaus. Als Trendfolger versuche ich in Richtung des Trendes zu handeln, weiß aber auch, dass irgendwann der schönste Trend vorbei sein kann, ja, vor allem wenn er weit gelaufen ist. Also eine gewisse Vorsicht ist hier durchaus angebracht, oder besser gesagt, das Wissen, die mentale Einstellung, es könnte auch nicht mehr so sein, dass diese Hochs nach oben mit Kraft durchbrochen werden. Auf dem Tageschart sehen wir auch hier vor dem Takt der Trend, ja, Definition bleibt erhalten und hier hangelt sich jetzt ebenfalls ein Trend nach oben. Wie der gestaltet ist, gefällt mir nicht sehr. Ja, es ist wieder dieses Hin und Her. Gut, macht ja auch Sinn, wir haben hier eine Kante im Markt, also richtigen Klöppel ist das, ja, da darf wohl der Kurs nicht rüber, wenn er es schafft, wird bestimmt Bewegung reinkommen. Und da wir einen Trend nach oben haben, wäre das vielleicht durchaus ein interessanter Ansatz zu schauen, ob die Kurse über dieses Level kommen, wo sie gerade übrigens dran stehen. Auf Stunde sehen wir, ähnlich wie im Dow, einen Anstieg, der jetzt hier diesen Abwärtstrend, den temporären, gebrochen hat, direkt ans Hoch läuft, korrigiert. Und jetzt wäre unsere Aufgabe zu versuchen, aus dieser Korrektur heraus nach oben mitzugehen. Wäre das richtig? Der Witz ist, meine Damen und Herren, wir sehen nur eine Bewegung. Das, was hier runterkommt, ist ebenfalls nur eine Bewegung. Erst wenn es hochkommt, hätten wir einen Trend. Das heißt, in diesem Moment, wenn wir jetzt in diesen Markt einsteigen, können wir das eigentlich nur so machen, indem wir uns Levels angucken, wo schon vorher die Preise immer wieder angeklopft haben. Und wenn der Kurs dieses Level erreicht, dass wir jetzt versuchen, vorgreifend zur Entstehung eines Trends in den Markt zu kommen. Also im Moment auch hier abwarten angesagt. Ja. Und Jens, ich bin gleich soweit. Ich weiß, viele Leute sagen jetzt, ja Moment, wenn das doch eine Hochzone ist und hier die Kurse fallen, dann kann ich doch Short gehen. Ja? Ich sage es nochmal, Korrekturhandel ist nie sehr erbaulich, weil sie ihr Gewinnmanagement sehr, sehr schwer durchsetzen können. Auf 5 Minuten gucken wir es uns an. Ja, das ist etwas schöner gestaltet wie im DAO, aber auch sehr undankbar, sehr langsam. Jens, bitteschön. Schulter, Kopf, Schulter im Eurostox, fragt ein Teilnehmer. Moment. Wo? Ich erkenne keine. Ja gut, man könnte es so sagen, aber noch ist es keine. Das ist ja erst eine, wenn die Kurse das auch bestätigt haben. Und also ich hoffe, dass ich jetzt die Antwort richtig, dass ich denjenigen richtig verstehe. Wenn Sie so jetzt versuchen, Short in den Markt zu gehen, haben Sie ein schweres Leben, sage ich Ihnen gleich. Weil der übergeordnete Aufwärtstrend ist voll intakt. Ja? Und eine Schulterkopfschulter ist erst dann eine Schulterkopfschulter, wenn ein deutliches Aufwärtstrendsignal durch ein deutliches Abwärtstrendsignal abgelöst wird. Und das passiert erst, wenn die Kurse durch die 249 nach unten laufen. Aber im Moment sehe ich das zumindest, also ich hoffe, dass ich jetzt einen richtigen Chart habe, um da mit demjenigen in Übereinstimmung zu sein, aber im Moment sehe ich hier überhaupt keine Schulterkopfschulter. Ja. Gegenteil, ich sehe zwar einen Abwärtstrend, der heruntergeht, aber hier anfängt zu entscheiden, macht er weiter oder geht er höher? Und das ist das Undankbare, wenn Sie jetzt vorgreifend schon Short gehen, weil Sie sagen, aha, hier könnte eine Schulterkopfschulter in den Markt kommen. Ja, das ist schön, aber der Trend ist noch voll intakt.
Und dann haut es nämlich ihre Short Trades, die kurz schön anlaufen, wieder zusammen. Ja, das ist genau der Punkt. Wie hätten Sie jetzt hier den Gewinn sichern wollen? Indem Sie natürlich, wie wir vorhin besprochen haben, vielleicht immer auf das Tageshoch Ihren Trading Stop nachziehen. Okay, hätten Sie machen können. Wäre gut aufgegangen. Wenn aber jetzt jemand sagt, er ist überzeugt, dass der Markt eine Schulterkopf-Schulter-Formation macht, müsste er den Stopp hier oben liegen haben. Jetzt hätte er die Hälfte wieder abgegeben. Also Sie merken schon, das Dankbarste ist, was Sie machen können, mit dem Trend zu gehen, wenn dieser jung ist, wie wir es vorhin besprochen haben, und richtig schöne Bewegungsschübe hinlegt. Dann fällt es Ihnen relativ leicht, viel Gewinn in kurzer Zeit bequem zu sichern. Deswegen mag ich diese Trendfolgergeschichte so. Also ich hoffe, dass ich demjenigen jetzt nicht Unrecht getan habe, indem ich auf einer anderen Zeiteinheit vielleicht keine Schulterkopf-Schulter-Formation gesehen habe. Und wenn doch, dann achten Sie darauf, die Definition der Schulterkopf-Schulter ist ja erst dann erfüllt, wenn auch wirklich ein Abwärtstrend-Signal den Aufwärtstrend abgelöst hat. Und das ist genau an der Stelle der Fall. Vorher ist der Aufwärtstrend voll intakt. Vor allem, wenn die in bedeutenden Tiefs total unverletzt sind. Ja? Nee, also hier ist keine Schulterkopf-Schulter-Markt, definitiv nicht. Okay, aber nochmal ganz kurz zurück auf den Stundenchart. Auch hier läuft die Korrektur in Form eines untergeordneten Abwärtstrends. Und meine Damen und Herren, der Eurostoxx ist natürlich auch ein Markt, wo man sich jetzt fragen muss, taugt er denn was jetzt für Intraday Scalp Trading? Wir haben hier vom letzten Hoch, das ist ungefähr bei der 313, bis hier runter zum letzten Tief, ist bei der 3091, haben wir insgesamt sage und schreibe 12 Punkte. Ja, kann man auch versuchen, Intraday gleich zu handeln, also sprich, wenn man 10 Punkte holen möchte, okay. Allerdings, wenn Sie den DAX anschauen, der in der gleichen Zeit macht der 20, 30 oder 40 Punkte. Und somit ist der DAX, wenn es darum geht, der viel interessantere Markt, wenn Sie einen schnellen Handel bevorzugen. Der Eurostoxx ist ein langsamer Markt, der sehr behäbig verläuft. Schauen Sie mal die Kursstellung an. Einmal hoch, dann ist eine Pause, jetzt die ganze Zeit steht still. Jetzt haben wir wieder einen neuen Kurs. Das ist kein Markt zum Scalpen, definitiv nicht. Oder für schnelles Trading. Ist eher ein Markt für längerfristige Trades. Aber ich hoffe, auch wenn wir es jetzt durchanalysiert haben, Sie verstehen, welchen Ansatz ich erfahren möchte. Im Moment läuft die Korrektur, hat jetzt auch den untergeordneten Trend hier gebrochen. So, und jetzt ist die Frage, gehen die Kurse wieder hoch? Muss man gucken. Ja. Oder wir bleiben bei unserer Technik, wie vorhin besprochen. Wir möchten die zweite Korrektur sehen. Das würde bedeuten, dass der etwas tiefer kommt hier im Moment, aber dieses Level hier drüben. Deswegen versuchen es manche nochmal hochzugehen. Und wenn wir es richtig machen wollen, warten wir, bis der herunterkommt. Bis zur 3078 oder 80. Und dann schaut man, ob man vielleicht das eine oder andere neue Signal in Richtung des übergeordneten Trends hat. Aber im Moment macht das keinen Sinn für mich. Okay, der nächste Markt war Nasdaq, wenn genau. Ich mich richtig erinnere. So. Das ist wohl der da. Auch hier Wochenchart sieht man aber auch schon, wenn Sie sich das mal genau angucken, da ist viel behäbiges Hin und Her. Gut, ab und zu gibt es mal eine schöne Bewegung, aber langsamer Markt, steigt aber kontinuierlich an. Definitiv, Aufwärtstrend voll intakt, die hervorstechenden Tiefs und Hochs wird nicht einmal, also von der Definition her abweichend, abgestraft. Ja. Wir haben Korrekturmodus gerade am Laufen bei diesem Markt. Die Frage ist, wie weit kann die gehen? Wir haben hier eine Korrekturzone, die Kurse sind in diese eingetaucht. Interessant, wie plötzlich die Leute wieder hochkaufen. Man sieht es hier an dieser Lunte. Der Markt selber befindet sich in Richtung seiner Tageseröffnungslinie. Wäre vielleicht ein Ansatz zu handeln. Verzeihung, ich habe einen Fehler gemacht, das ist der Wochenchart. Also müssen wir etwas tiefer gehen. Sie sehen hier noch die letzte Bewegung hoch. Das ist ein Abwärtstrend, ein korrektiver, weil letztes Tief voll intakt. Ja. Wenn das Ding nämlich sägezahnartig herunterläuft, als Anfänger habe ich dann auch gesagt, oh, Abwärtstrend, sofort Short in den Markt, oh. Das kann schief gehen. Ich achte immer darauf, dass die übergeordnete Trendgröße, wenn die intakt ist, traue ich solchen Geschichten nicht, um Short zu gehen. Kurzfristig ja, langfristig auf keinen Fall. Dafür ist der Aufwärtstrend auf groß noch voll intakt. Sollte man nicht machen, ist sehr undankbar. Okay, was sehen wir auf dem Tageschart? Einen untergeordneten Abwärtstrend, der korrigiert hat, genau in das darüberliegende Tieflevel. Ja.
und jetzt wohl Anstalten macht, wieder nach unten zu gehen. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, einen kurzen Short Trade kann man doch machen. Schauen wir es uns an. So, hier noch schöner Abwärtstrend. Jetzt kommt das Gegensignal. Das ist ein Gegensignal. Und wie ich es meinte im Gold, gerne kommen die Kurse runter, laufen nochmal in die Hälfte rein und ziehen dann gnadenlos hoch. Und diejenigen, die short gegangen sind, von da oben, okay, ist es klasse. Ja, hat man, sage ich mal, einen guten Gewinn vor sich. Aber wenn sie jetzt hier einsteigen, kann es sein, dass sie genau in die Korrekturzone reinlaufen. Und jetzt passiert ihnen das, dass der Markt nicht mehr die Kraft findet, weiterzugehen. Und sie eben dann 1, 2, 3, 4, 5 Stunden in dem Markt drin sind, obwohl sie eine Haltedauer von 5 Minuten haben, aber nicht einmal den Stopp nachziehen können, weil die Sache sprunghaft wird und ständig Innenstäbe ausbildet. Und jetzt kommt die Phase, ja, wo es ihnen richtig reingelassen wird. Und sie denken immer noch, es wird nach Short nach unten gehen und plötzlich bricht der Markt nach oben aus und sie verstehen wirklich die Welt nicht mehr. Also, in dieser Situation, wir haben hier einen Aufwärtstrend, der tief in die Korrektur kommt. Das könnte interessant werden, eventuell mit hier nach oben zu handeln, wenn ich das auf der Stunde anschaue. Schaue ich jetzt mir allerdings nochmal auf den Tag an, habe ich den untergeordneten Abwärtstrend gegen mich stehen. Und das bedeutet, ich werde oft genug zu wenig Kraft nach oben bekommen, auch wenn ich auf der Stunde ein wunderbares Trendgebilde sehe mit Fortsetzungsmöglichkeit. Also hier passt was nicht. Ja. Ich möchte untergeordnet, möchte ich long gehen, übergeordnet ist aber immer noch short. Das ist schon mal eine Diskrepanz, wo man nicht unbedingt jetzt so machen sollte. Okay, gehen wir nochmal tiefer, gehen wir auf 5 Minuten. So, hier sind wir. Ein sehr schöner Kirchturm hier, ja. Parabolische Ausdehnung, wie im Gold auf dem Monatschart, fast der gleiche Verlauf und plötzlich kommt dieser Abverkauf in den Markt hinein. Wie ich gerade eben schon sagte, übergeordnet immer noch der Abwärtstrend intakt, untergeordnet bilden sich Aufwärtstrends und dann kriegen Sie genau diese Teile. Ja? Und wenn Sie jetzt nicht gut sind mit Ihrem Stop, wenn Sie jetzt nicht mental gut dabei sind und long sind in diesem Markt, dann kracht Ihnen ein Teil Ihres Kontos weg. Ich weiß, wovon ich spreche, ja, das habe ich oft genug erlebt. Also, Short gehen, könnte man versuchen, ja, könnte man versuchen. Allerdings auch hier die Bewegung weit gelaufen. Wenn ich jetzt hier versuche, in den Markt reinzukommen, dann habe ich erstmal eine Widerstandszone vor mir. Wir erinnern uns, die Korrekturzone, von der ich vorhin sprach, wo die Kurse jetzt wirklich hin und her machen können. Im Moment sehe ich leider hier auch keinen Ansatz, weil der Aufwärtstrend ist gebrochen, auf 5 Minuten, Korrektur hat ihn durchschlagen. Wenn, möchte ich Gegensignal sehen und weiß aber immer, dass ich die übergeordnete Lage gegen mich habe. Macht keinen Sinn, nächster Markt. So, was für Wunschmärkte gibt es sonst noch? Sollen wir Richtung Forex gehen, mal da gucken, ob wir was machen können? Ja, Euro-Dollar. Ich weiß, das ist nicht ein Wunschmarkt, das können wir relativ schnell wahrscheinlich dann frühstücken und danach gerne australische Dollar, US-Dollar. Okay. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben immer eine Zeitverzögerung, deswegen oft kommt mein Lachen völlig deplatziert, wenn ich dann die Videoaufzeichnungen angucke. Das sehen Sie mal nach. Nein, nein, also Euro-US-Dollar ist es nicht so, dass ich den hasse, aber ich entdecke halt wenig, was ich da machen kann in letzter Zeit oft genug. Dennoch kann man ihn handeln, wenn man sich das hier geben möchte. Bitte schön. Monsterkerzen. Okay, wir machen es wie immer. Also meine Damen, meine Herren, Sie wissen, es gibt Sie wissen, es gibt Webinare, da mache ich viele Trades, dann gibt es Webinare, mache ich überhaupt keine Trades. Wahrscheinlich haben wir heute eins wieder, wo wir relativ spät überall dabei sind, wo ich keine Einstiege entdecke. Sehen Sie mir es nicht nach, aber glauben Sie mir eines, Sie lernen auch dadurch, wenn Sie zuschauen, dass einer nicht tradet. Das Nicht-Traden fällt sehr schwer. Heute noch fällt es mir schwer. Ich gebe es offen zu. Aber dadurch habe ich eine geringere Frequenz. Und wenn ich gescheite Signale suche, habe ich eine bessere Qualität in meinem Trading. Und der Witz ist, die schlägt sich relativ schnell, nicht nur in barer Münze, sondern auch mit einem gestiegenen Selbstvertrauen nieder. Und somit macht es nichts, wenn Sie nirgendwo Signale entdecken, dann ist es nicht Ertrag. Warten Sie auf den nächsten. Okay, Euro, US-Dollar. Wir haben, ich mache es jetzt kurz, auf den in der letzten Marktanalyse-Webinar immer wieder festgestellt, wir haben einen Aufwärtstrend. Das alles sieht nicht sehr schön aus, aber wie vorhin schon erwähnt, wo sind die entscheidenden Tiefs, wo sind die entscheidenden Hochs? Diese Abfolge ist voll intakt. Wir haben einen Aufwärtstrend, auch untergeordnet, tiefe Korrektur. Man wollte nach oben weitergehen, was ein absolut guter Ansatz ist. Und meine Damen, meine Herren, wir sind nicht allein mit dieser Einschätzung.
Das ist die Bewegung. Genau die ist es. Viele, vor allem markttechnische Trader, also sie merken, eine Großteil oder ein Großteil der Marktteilnehmer, auch bei den Professionellen, achtet sehr wohl auf den Trendaufbau. Und diese Bewegung nach oben, sei es jetzt nachrichtengetrieben oder aus welchen Gründen auch immer, passt aber voll ins Schema zur Fortsetzung des Aufwärtstrends der tiefen Korrektur war. Also, es ist dieser Part, um den es da geht. Und das ist die Bewegung, die hier entsprechend gekommen ist. So, was passiert aber jetzt? Typisch Euro, US-Dollar. Die Sache wird abgetragen über Stunden. Ja. Wo nehmen Sie Ihren Gewinn? Wie hätten Sie das kommen sehen? Ich sehe hier nirgendwo ein Signal für diese Bewegung. Und somit hat die Bewegung Pech gehabt, wenn nicht ich. Ja, so sehe ich das. Allerdings, was auffällt, die Korrektur wurde abgebildet durch einen Abwärtstrend. Das ist er. Der da mal untertrennt hier. So. Und das Teil hat diesen Abwärtstrend zumindest angeknackst. Interessanterweise, ich meinte im letzten Analysewebinar, achten Sie auf diesen Bereich hier. Kurs haben oft angeklopft, bei der 1,3850 ungefähr ist das. Kurse schießen darüber und jetzt kommen diese tiefen Bewegungen rein. Wollen wir nicht vergessen, dieser Abwärtstrend ist abgelöst durch einen Aufwärtstrend. Und wenn Sie jetzt solche zuckelnden Bewegungen nach unten bekommen, ja, kann es gut sein, Sie lassen sich, Verzeihung, verarschen, springen Short auf und plötzlich kriegen Sie die Gegenbewegung zur Fortsetzung dieses sehr abstrakt gebildeten Aufwärtstrends. Im Endeffekt sehe ich allerdings eines, meine Damen und Herren. Wenn Sie solche Marktphasen haben, runter, dann geht es wieder hin und her, dann brechen die nach oben aus, dann geht es wieder runter. Mache ich nicht, mache ich wirklich nicht gerne was. Der einzige Punkt, wo man machen könnte, wäre, ich gehe mal runter, schauen wir uns mal an, die Distanzen. So, wir haben hier unten die 1,377 und hier oben haben wir die 1,3796. 3,13, ja, sind ungefähr 20 Punkte. Für diese 20 Punkte braucht dieser Markt hier über eine Stunde. Ja. Wie wollen Sie hier halten? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Also ich habe damit große Schwierigkeiten. Außer Sie erwischen diese eine Bewegung oder diese eine Bewegung. Der Rest des Tages ist im Euro, US-Dollar nur Gehacke. Oder gucken Sie sich das an. Sicherlich, das Ding hier hoch, wie vorhin schon gesehen, ja, toll. Und danach kommt wieder gar nichts. Das ist der Punkt, warum ich den Euro, US-Dollar zur Seite gelegt habe. Das war früher einer meiner Lieblingsmärkte. Lieblingsmärkte sollte man nicht haben. Denn als sich der Euro, US-Dollar veränderte, und zwar zu dieser Verlaufsform, wie wir es hier sehen, habe ich mich wahnsinnig schwer getan, habe viele Verluste gefahren. Deswegen immer Märkte suchen, die schöner gestaltet sind, die Ihnen gut gefallen. Dafür brauchen Sie natürlich Fachwissen, dafür brauchen Sie auch den Blick. Aber wer sagt, dass Trading innerhalb von einem Tag oder mit einem Webinar erlernbar ist? Aber mit der Zeit checken Sie es dann, wo Sie einfach die dankbarere Situation vorfinden. Jens, ich gehe kurz nochmal an dich. Ja, zum australischen US-Dollar gerne und da gebe ich dir eine Frage mit. Gewünscht wird australischer US-Dollar kombiniert mit der Frage nach Carry-Trades, ob Jochen darauf achtet. Nein, also auf Carry Trades achte ich nicht. Carry Trades sind übrigens für diejenigen, die das nicht wissen. Man kann zum Beispiel hergehen, es ist ganz einfach erklärt, wenn in einem Land die Zinsen für Kredite höher sind als die Zinsen, generell, wenn der Zins in einem Land höher ist wie im anderen, könnten Sie ja theoretisch hergehen und in dem Land, wo Sie niedrige Zinsen bezahlen und bekommen, Geld kaufen und dort deponieren, wo Sie viele Zinsen dafür kriegen. Sogenannte Carry Trades. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Und natürlich haben diese Carry Trades Auswirkungen auf das Kursverhalten. Es gibt die Carry Trades, es gibt die Großinvestoren, es gibt die Arbitrageure, es gibt die normalen Investoren, es gibt die Spekulanten, es gibt die Hedger. So, und wer von denen ist jetzt denn derjenige, der den Kurs da hochtreibt? Ich weiß es nicht, weil ich kann keinen von denen fragen. Wird übrigens das Thema auch sein am Samstag ist es Börsentag München, wo ich den Vortrag machen werde, einmal eins der Markttechnik. Ich werde genau auf dieses Thema eingehen. Der Carry Trade selber, ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich habe keine Ahnung, wie er das Ganze beeinflussen soll. Und wenn er es beeinflusst, sehe ich es im Chart. Das ist ja der Punkt. Ich kann nicht einer bestimmten Handelstechnik oder einer bestimmten Vorgehensweise im Markt aus meiner Warte heraus eine Position zuordnen, dass ich sage, ah, wenn also der Carry Trade entsprechendes Volumen aufweist, dann muss der Markt das und das machen.
Das wäre falsch. Beziehungsweise für mich ist es kein Ansatz, weil ich mich da so verausgaben müsste, herauszufinden, wer denn jetzt Carry Trades macht und wer denn jetzt nur Hedging-Geschäfte macht und wer denn jetzt nur Skype. Das bringt mir nichts. Somit gucke ich immer danach, was macht der Chart? Was macht die ganze Mischung aus Marktteilnehmern? Die Millionen von Marktteilnehmern, die mit unterschiedlichen Ansätzen in die Märkte rein und rausgehen, die kann ich nicht filtern. Außer in einer Hinsicht. Was macht der Kurs? Denn all diese Leute finden sich wo? Im Orderbuch. Jeder von diesen muss seine Orders ins Orderbuch geben. Und aus dem Orderbuch kommt die Time and Sales. Ups, so, oh Gott, schlecht. Und daraus kommt der Tickchart. Und aus dem Tickchart kommt der Chart, wie wir ihn zusammenfassen. Und somit mache ich mir das Leben einfach. Carry Trades hin oder her. Ich sehe, was der Markt macht. Und was sehe ich jetzt hier? Auf dem großen Bild ganz klar, wir haben einen Abwärtstrend. Was hier gerade hochläuft, ist nur die Korrektur. Schlichtweg, Punkt. Solange dieses Hoch hier oben nicht überschritten wird oder ein Gegensignal im Markt ist, ist dieser Anstieg nur die Korrektur. Das ist auf dem Wochenchart. Die Korrektur selber nochmal zu handeln, kann man machen. Man muss aber immer eines wissen, ähnlich wie im Gold. Jederzeit, vor allem je weiter Sie in diese Zonen kommen, kann der Abwärtstrend oder der Versuch, den Trend nochmal aufzunehmen, gegen Sie stehen. Und außerdem haben Sie meistens einen zögerlichen Handel, weil auf den kleineren Zeiteinheiten um jedes Level ein Gemetzel stattfindet. Von denen, die sagen, Abwärtstrend ist doch da, gleichzeitig gibt es aber Gegenfeuer von denen, die sagen, ah nee, da steigt es ja. Und das ist diese Unruhe im Markt, die Sie oft hin und her nervt, vor allem je kleiner Ihre Handelszeiteinheit oder Ihre Haltedauer wird, desto wichtiger ist es für Sie, einen Markt zu haben, der nicht so extreme Schwankungen hat in den kleinen Zeitanhalten, damit Sie Ihren Stop eng führen können. Ja? Nur als kleiner Hinweis, also wenn Sie jetzt ständig so einen Markt haben, das kann zwar auch ein Trend sein, ja, ganz klar, allerdings die Frage ist halt, wie kommen Sie damit zurecht, wenn Sie kurzfristiger Trader sind, aber der Markt vielleicht so schwankt, dass Sie, bevor Sie Ihre Gewinne nehmen können, diese schon wieder weg sind. Und das sind diese Geschichten, die Sie oft im Korrekturhandel erleben, der sich auch auf die kleinen und kleinsten Zeiteinheiten auswirkt. Nicht immer, aber oft. Okay, was sehen wir noch im australischen Dollar, US-Dollar? Hier bildet sich ein kleiner Trend aus. Okay, gar nicht so uninteressant. Auf dem Tageschart. Wie sieht es aus? Es sieht so aus, dass wir hier einen Deckel haben. Das kann man richtig sehen. Da wurde lang gekämpft. So, jetzt sind wir über den Deckel rüber. Wir haben hier die Fortsetzung eines bereits im Markt existierenden Aufwärtstrendes. Große Bewegung kommt nicht rein, also wirklich muss ich sagen, da hätte ich jetzt gedacht, dass mehr kommt, aber es ist auch erklärbar, es ist nur die Korrektur. Die Stops, die hier liegen, die wurden hier schon gerissen durch die Kerze. Also es ist das nächste Level hier ungefähr und das nächste Level da. Wenn der Markt es schafft, diese anzusteuern, sehen wir kurz Bewegung und dann wird es wahrscheinlich wieder runtergehen, typische Korrekturphase. Okay, was man machen könnte, wenn man jetzt unbedingt hier traden will, könnte man den Durchbruch durchs Vortageshoch handeln, der ist gerade schon gelaufen. Und die Kurse fallen wieder in sich zusammen. Moment. So, also hier war dieser Durchbruch, das war. Kurse kommen hoch, gehen jetzt in die Korrektur. Man könnte versuchen, jetzt hier mit nach oben zu gehen. Ja, das könnte man machen. Allerdings vergessen Sie bitte nicht, wir haben immer noch einen Korrekturhandel. Das heißt, jederzeit können solche Bewegungen gegen uns kommen. Oder solche da. Das ist das Undankbare, wenn Sie Korrekturen handeln. Ja. Nochmal. Sie können gerne die Korrektur handeln. Es gibt ja Trader, die haben sich auch darauf spezialisiert. Das ist voll in Ordnung. Wenn Sie wissen, dass Sie die Korrektur handeln und wenn Sie wissen, wie Sie damit umgehen, dass wenn heftige Bewegungen wieder gegen Sie stehen, wie Sie da reagieren. Das ist voll in Ordnung. Jeder kann handeln, wie er will. Nur weil ich jetzt eine kleine Abneigung habe, Korrekturen zu handeln, müssen Sie die nicht auch entwickeln. Ja? Aber ich möchte Sie einfach darauf hinweisen, wo ich es persönlich unangenehm empfinde, weshalb ich versuche, in der Regel die Finger aus der Korrektur zu lassen, selbst wenn sie auf der großen Zeiteinheit läuft und auf den kleineren Zeiteinheiten, besser gesagt Trendgrößen, durchaus der ein oder andere Pip zu holen wäre. Ja, also nochmal, auch auf der Stunde sehe ich hier wenig Potenzial im Moment. Kurse könnten nochmal hochdrehen, allerdings stört mich das Teil hier. Hier liegt jemand auf der Lauer, der abverkauft. Ja, ich möchte nicht nochmal da reinlaufen. Angenommen, die Kurse schaffen es nochmal nach oben und prallen nochmal ab. Und verletzen den Trend nicht, könnte man versuchen, nochmal in dieses Teil hineinzuhandeln. Aber nochmal übergeordnet ist eine Korrektur, macht meines Erachtens
wenig Sinn, keine schönen Signale. Jawohl, wir haben AUD/USD. Was können wir uns noch angucken? Euro-japanische Yen, wäre das okay? Genau, einer der Wünsche noch. Okay. Und meine Damen und Herren, ich habe den auch deswegen ausgesucht. Und ich mache das mal weg hier. Ich habe da viele Fibonaccis angelegt. Sie sehen da wahrscheinlich wenig. Also hier habe ich jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Fehltrades gehabt. Gott sei Dank die meisten relativ nur auf Null. Auch hier, sage ich mal, versuchte ich die Kombination zu fahren mit einer kleinen Positionsgröße, ein Minilot, zwei Minilot, nicht mehr, zu versuchen, die Korrektur dieses untergeordneten Aufwärtstrends, der sich in den übergeordneten schieben könnte, nach oben, sage ich mal, durchzuhandeln. Also ich gehe davon aus, dass in diesem Bereich die Korrektur vielleicht vorbei sei und versucht jetzt nach oben zu gehen. Und interessanterweise haben wir hier eine Orgie aus Innenstäben. Und das bedeutet, egal wo Sie einsteigen, immer wieder werden Sie geholt und rausgeworfen. Sie können das, wenn Sie ehrlich sind, nicht vermeiden. Der Markt, wenn er einfach so anfängt, das ist bitter, da hat man seine Fehltrades, deswegen ist es wichtig, dass wenn Sie auch längerfristig traden wollen, also frei nach dem Motto, ah, ich halte schon eine Woche, muss der Stop deswegen nicht darunter oder darunter. Das können Sie machen, wenn Sie es sich leisten können. Keine Frage. Je näher Sie halt im Stop kommen, desto undankbarer wird es, dass Sie immer wieder rausfliegen, aber dann müssen Sie halt auch wieder neu einsteigen. Ich habe das hier mehrfach getan. Gestern hat es mich hier nochmal unten rausgeprügelt. Ich hatte schon, glaube ich, 10 oder 15 Punkte gewinnen. Aber ja, dann kam eine Gegenbewegung und dann am Abend stand der Markt wieder hier oben. Was hochinteressant, wie übrigens auch im Analysewebinar gesagt, hier ist wirklich die Entscheidung am Laufen. Wo wird der Markt drunter oder drüber schließen? Wenn er drüber schließt, wäre das durchaus ein Signal zur Fortsetzung in diesem Bereich oder in diesem Bereich. Wenn er runterfällt, haben wir hier diesen Bereich, wo er erstmal durch muss. Also hier bin ich long eingestellt, trotz allem würde also darauf achten wollen, ob die Kurse nach oben ziehen oder nicht. Wir haben ja schweren Innenstabhandel, sage ich jetzt mal. Man kann hier ja auch ganz locker die Finger rauslassen und sagen, ich warte ab. Genau das würde ich hier auch empfehlen. Gut, wir machen noch einen Markt. Haben wir noch, komm. Cable. Also, sorry, das ist jetzt gar nichts wie heute. Ja. Den Cable bitte. Hast du vielleicht eine Info? Ah, okay, da bin ich schon. Okay, habe ihn ja. Auf dem Wochenchart, Verzeihung, ich bin etwas verheuschnupft. Wir haben einen Trend, jawohl, weit gelaufen in diesem Zusammenhang, als die Abfolge aus Korrekturen, Anstiegen und dergleichen. Außerdem sieht man immer wieder, wie die Levels umkämpft waren. Ja, so. Wir haben einen intakten Aufwärtstrend, der in die Korrektur gegangen ist und wohl heute zum ersten Mal beginnt, nach oben zu gehen. Sieht nicht uninteressant aus, aber nochmal ist Wochenchart. Auf dem Tageschart sieht es da aus. Wir haben einen sehr unsauberen, aber intakten Abwärtstrend gegen uns stehen. Das, was hier hochkommt, könnte die Fortsetzung des intakten Aufwärtstrendes sein. Jawohl. Gleichzeitig steht aber hier ein Widerstand uns im Wege und wir haben noch keine Ausbildung eines untergeordneten Aufwärtstrends. Zumindest auf dieser Trendgröße nicht. Auf der Stunde. Wie sieht es da aus? Auch hier haben wir nur eines, Schrott. Brauchen wir nicht rummachen. Das Ding läuft hier schön hoch, wird wahrscheinlich runterkorrigieren und oder vielleicht sogar nach unten durchschlagen, wird alle aus dem Markt schmeißen, die zu früh versuchen, die Fortsetzung des Trends zu handeln. Das ist sehr undankbar. Hier auch nochmal würde ich vorschlagen, wenn wir höhere Hochs und höhere Tiefs bekommen, jawohl, wäre ich dabei, zu sagen, in Ordnung, versuchen wir mit nach oben zu kommen. Im Moment haben wir hier gar nichts. Wir haben, wenn man es genau nimmt, einen Abwärtstrend, ja, das sind kleinere Hochs durchbrochen wurden. So, hier bildet sich, was bildet sich hier gerade aus? Gar nichts. Wir sind hier trendlos, wir sind hier in der Seite, da tradet man nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Auch nicht mal auf den kleineren Zeiteinheiten macht das Sinn. Gucken wir es uns genauer an. Ja, man könnte es versuchen, immer wieder. Aber das ist so unsauber, die ganze Geschichte, vor allem, weil es hin und her geht. Ja, es geht hin und her, das ist etwas, was mir nicht gefällt. Hat aber auch noch mit der übergeordneten Trendlage zu tun. Was man hätte machen können, wäre das Teil hier zu versuchen, nach oben mitzukommen, was aber auch sehr unglücklich gelaufen wäre. Nein, auch hier sehe ich keinerlei Anzeichen, einen Trade zu machen, wo ich sagen kann, schaut mal, Freunde, so
sieht nicht schlecht aus, so kann es was werden. Also, tut mir leid, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganzes Webinar, eine ganze Stunde nur, nicht, habe ich mich jetzt nur verweigert, ja, aber ich hoffe, Sie sehen es mir. Wir überlegen auch mal, ob wir andere Zeiten anbieten, wo vielleicht ein bisschen mehr Bewegung im Märkten ist, zum Beispiel 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens oder auch mal andere Zeiten. Wir bleiben nicht stehen. Wir gucken mal, was 2014 alles noch kommt. Eine Schlussfrage, eine allgemeine Frage. Welche Märkte bevorzugst du denn am meisten? Gibt es Märkte, die du immer dir anschaust, was du am meisten tradest? Generelle Frage noch an dich. Ja, also wie schon gesagt, ich habe mich von Lieblingsmärkten verabschiedet. Ich möchte Märkte, die sich bewegen. Im Sinne von, ich habe eine gewisse Punktedistanz, die ich in einer bestimmten Zeit überbrücken kann, wobei der Markt ständig das ja auch verändert. Ja. Aber ich schaue, also ich sage mal so, ich schaue mir für mein Trading insgesamt 12 Märkte durch im Forex-Bereich. Das sind hauptsächlich die sogenannten Majors. Dann schaue ich auf den Dow, auf den DAX und aufs Gold und Öl. Nochmal, also das ist eine große Palette von Märkten. Und meistens ist es so, weil ich ein sehr fauler Mensch bin, dass ich an dem Markt kleben bleibe, wo auf der großen oder auf der größeren Trendgröße halbwegs nette Geschichten ins Laufen kommen könnten, ähnlich wie im US-Dollar kanadische, die mir gute Bewegungen auf den kleineren Zeitanhalten bringen. Also ich habe mich da auch verändert, weil der Jens es gerade eben gesagt hat, wir bleiben nicht stehen. Ich habe früher, prinzipiell habe ich mir 3 Märkte genommen, habe gesagt, hey, ich bin Scalp-Trader, ich finde jederzeit überall ein Signal. Was ja auch der Vorteil der kleineren Zeitanheiten ist, nur haben sich die Märkte dahingehend verändert, dass ich immer öfters Phasen habe oder Phasen hatte, wo der Markt überhaupt ja keine gescheiten Bewegungen machte und ich meine Haltedauer von ursprünglich 3 Minuten auf teilweise 1,5 Stunden ausdehnen musste. Und das ist mir so zuwidergelaufen, dass ich letztes Jahr einen sehr extremen Handelsstil ausgesucht habe, nämlich ich handle nur noch zu Nachrichten. Also wenn Nachrichten in den Markt kommen, ist viel Bewegung da. Die versuche ich auszunutzen und in der Zwischenzeit, dass ich eben mit kleinen Positionen langfristige Trades mache, wo ich nicht mehr vom Rechner sitzen muss. Deswegen, Lieblingsmärkte gibt es nicht. Lieblingsmärkte dahingehend gibt es dann doch, wenn ich unter dieser Auswahl von Märkten ein schönes Signal entdecke. Dann bleibe ich an einem Markt so lange dran, bis sich die Signallage entsprechend verändert hat. Und da habe ich ein sehr, sehr einfaches, sehr aufwandsfreies Vorgehen in den Märkten. Damit ist nicht verbunden, dass ich automatisch Geld verdiene. Das hängt dann wieder zusammen, wie ich meine Positionsgrößen, mein Money Management mache. Aber nochmal, trennen Sie sich von Lieblingsmärkten. Suchen Sie durch, suchen Sie die Dinger, die gut aussehen. Da haben Sie in der Regel das bessere oder entspanntere Leben. Jens, ich gebe nochmal an dich. Ja, 16.03 Uhr schon. Die Zeit verfliegt wie immer im Fluge. Ich sage vielen Dank fürs heutige Webinar. 2 Minuten Zeit, wenn Sie noch nicht abgestimmt haben. Ich muss Sie noch mal einmal nerven, aber es ist wirklich ganz, ganz knapp. 2 oder 3 Stimmen können den Ausschlag geben, dass wir den ersten Platz bekommen. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, bitte 2 Minuten Zeit. Es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. E-Mail-Link zum Bestätigen Ihrer Stimme und SMS-Code, den Sie kostenlos bekommen, um einfach keine Doppelstimmen oder Fake-Stimmen zu bekommen. Aber wenn Sie uns mögen, wir freuen uns auf Ihre Stimme. Brokerwahl.de. Bis morgen kann man noch abstimmen, also die letzten Stunden laufen. Vielen Dank. Nächste Webinar. Special, das zweite Special am Montagabend oder diejenigen, die den MT4 kennenlernen möchten, morgen Mittwoch um 17 Uhr und Jochen spätestens wieder am Dienstag in einer Woche. Grüße aus Berlin, schauen Sie auf den DAX, achten Sie auf Ihre Trades, Stop-Loss nicht vergessen und allzeit gute Trades. Bye-bye. Du hast natürlich Schlusswort, Jochen. Ah, okay. War gerade ganz ergriffen und gesagt, oh, darf ich noch oder darf ich nicht? Ja, nee, meine Damen und Herren, nochmal. Ich entschuldige mich jetzt nicht mehr, wenn wir Webinare haben, wo ich nicht getradet habe, weil es ist einfach Realität. Es ist das Abbild der Realität. Und so werden Sie meinen Bildschirm noch sehen. Das ist der DAX auf dem 5-Minuten-Chart, hat gerade noch ein Teilnehmer danach gefragt. Und wir haben diese Korrektur, auf die ich warten wollte, haben wir jetzt im Markt. Und die Frage ist, schaffen es die Kurse hier entweder steil nach oben zu gehen oder in Form eines Trendes? Das zum Thema, in einer Stunde muss alles laufen im Live-Trading, so ist es nicht. Das Warten oft genug lohnt sich. Und falls Sie jetzt den DAX gerade noch sind, das Level, das muss er nehmen. Da muss er rüber und möglichst nicht mehr darunter, dann könnte man nach oben gehen. War jetzt keine Kaufempfehlung, nur die Möglichkeit, entsprechend zu agieren. Herzlichen Dank für zahlreiches Erscheinen, auch für Ihre Geduld, ja, wenn mal wieder gar nichts geht. Ich freue mich auf Sie am Dienstag nächste Woche oder wenn der eine oder andere Zeit hat, in München am Börsentag am Wochenende. Ja.
In diesem Sinn, Dankeschön, Jochen Schmidt. Tschüss.